Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen vergessen, was wir gerade machen wollten. Ich glaube, wir wollten weiter in die Richtung gehen. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen was gegessen. Wenn man sich so meine Scheiße beim Zocken anhört, hört sich echt so an, als ob ich den ganzen Tag nur essen würde, ne? Also, nicht, dass es nicht so wäre. Gut. Verschlossene Tür, Fass. Tür. Verschlossene Tür. Gönn alles. Gucken wir mal hier in das Haus. Hallo, ist hier jemand? Wohnt hier jemand? Da liegt ein verzerrter Leichnam. Mit eins Dolch und eins Ohrhörns. Okay, Gönn Kleiderschrank. Silberring, Wertsache. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Gönn. Erstmal einverleiben die Scheiße. Die Tür ist nicht verschlossen. Okay, steht da eben. Doch, verschlossene Tür, okay. Aus einem anderen Winkel konnte man sogar sehen. Okay, dahinter ist noch eine Tür. Da. Gut, wir schauen uns einmal hier ein bisschen um. Ob hier nochmal irgendwas Interessantes ist. Fahrt zur Höhle. Leichnam, was bist du? Du siehst nicht übermäßig gesund aus. Medaillon aus Hexers, Tipp. Stellt das Medaillon so ein, dass es Ungeheuer oder Magie in der Nähe entdeckt. Wenn es darauf eingestellt ist, Magie zu entdecken, vibriert das Medaillon in der Nähe von Orten der Macht. Um das Medaillon einzusetzen, meditiere und öffne das Inventar. Danach wählst du zwischen Magie oder Ungeheuer. Ist mir eigentlich egal. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden. Was möchtet ihr tun? Ritual der Magie durchführen? Ritual der Magie. Zeichen der Intensität um 100% für 5 Stunden. Okay. Gönn Leichnam. Bruder, du siehst gar nicht mal so frisch aus. Bist du eine Tulpe, ein Geschenk? Okay. Bisschen Kohlen, was zu fressen. Diamantstaub. Uiuiui. Waffenausbaustufe, okay. Ich muss sagen, wir haben noch. Gar nichts. Junge. Sieht aber gar nicht so fresh aus. Noch nichts gefunden. Da hinten ist ein Dingelstein. Kreis des windigen Wanderers. Noch nichts gefunden, um eine neue Waffe zu haben, ne? Da hinten ist eine Höhle, okay. Was können wir hier lernen? Segen der Luft. AA-Zeichen. 50% erhöht. Und allgemein sind die Zeichen gerade 100% erhöht. Also haben wir 150%, schätze ich mal. Ah, oh, guter Zeitpunkt, um in eine Höhle zu gehen, die wir noch nicht kennen, oder? Gönn! Ist das die Höhle mit dem Ghoul? Feuerstelle? Treten Höhle. Ist das die Höhle mit dem Ghoul? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob wir schon ein neues Level haben. Korridor. Wir haben leider kein Silberschwert, also könnten wir richtig Probleme kriegen. Okay, hier geht's einfach nirgendwo hin. Gut. Wir meditieren mal kurz, Wengle. Ja, wir haben keine neuen Dingens. Hier kann man das Medaillon irgendwie einstellen, meinten die? Tagebuch, Inventar, Karte, Alchemie, System. Medaillon. Ah, da steht die Erfahrung, welches Level wir haben. Charakterstufe 4, wir brauchen 15.000, haben 10.000, okay. 0 Stunden meditieren, gut. Ich habe keine Ahnung, wie man das Medaillon umstellt, aber so genau hat es mich jetzt auch nicht interessiert. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Komisch. Was ist denn das hier? Scheinbar auch nichts. Ich mach's nochmal. Ja, nichts, okay. Dann Abflug. Ich hätte gedacht, dass es die Ghoul-Höhle ist. Schade.
Stunde 14, 4,5. Heißt, ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Gut. Also ich kann mich an diese ganzen Sachen hier nicht mehr so richtig erinnern. Ich meine, es ist 5,5 Jahre her. Ich bitte euch. Digga, ich kann mich nicht mal daran erinnern, was gestern war. Wie soll ich mich an etwas erinnern, was 5,5 Jahre her ist? Aber ich hätte gesagt, dass in einer so einer Höhle der Ghoul war, von dem uns auch schon erzählt worden ist. Okay, das Fass kann man wirklich nicht öffnen. Wir schauen mal weiter nach hier. Ich glaube, wir haben ja Pastor eingestellt als Ziel aktuell. Region wird betreten. Dorf, okay. Irgendwas hier? Nein, okay. Mädchen. Mädchen nicht mehr da, okay. Hab dich auch nie gesehen, aber gut. Alte Frau, alter Bauer. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Soll ich deinen Kopf mal auf den Pfahl da legen und klein hacken? Verpiss dich, ich schenk dir nichts. Dumme Schlampe. Okay. Hallo Mädchen. Wenn die Bestie dich findet, bist du tot. Ach, da würde ich gegen wetten, Mädchen. Kannst mir glauben. So, dafür, dass die Oma uns beleidigt hat, wird sie erstmal ausgeraubt. Hallo Bäuerin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Du hörst dich an wie die Oma. Gönn. Gönn. Die haben ja gar nichts. Nutte. Hallo Reisende? Ich sollte gehen. Ja, dann verpiss dich doch. Hallo Bauer? Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Ich glaub nicht. Und schon wieder so ein kleines Ding. Alter Bauer. Die sterben wie die Fliegen an der Pest. Das macht nichts. Mikul, das Aas hat mich wieder angemacht. Mein Enkel stirbt an der Pest. Habt ihr Erbarmen mit ihm? Wie meint ihr das? Soll ich ihm den Kopf abschlagen? Die arzneiweiße Möwe bringt doch Linderung. Meine Enkel soll nicht qualvoll sterben. Ich gehe davon aus, dass du dir selbst reinkippst, aber ich bin ja bekanntermaßen ein sehr netter Mensch. Danke. Damit darf mein Enkel in Frieden sterben. Lebt wohl. Wartet. Der Geistliche wollte mir nicht helfen. Da habe ich seinen Ring gestohlen. Du gefällst mir, Oma. Zieht das Siegel auf den markierten Platz, um den Siegel... Was? Um den Siegel-Spieldialog zu aktivieren. Linksklick während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Charaktere, die den Siegelring anerkennen, werden euch freundlicher gesonnen sein. Die Wahl eines unangemessenen Siegels könnte einen Charakter vor den Kopf stoßen. Aha, okay. Silberring, Silberring. Gönn mal Siegelring des ewigen Feuers. Ich glaube, den können wir aber verkaufen eigentlich. Okay. Guten Tag. Hallo Bäuerin. Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Was ist das? Belegtes Brot mit Huhn. Ah, okay. Bin Kleiderschrank. Sumpfungeheuer. Aha. Inventar. Lesen. Haben wir gemacht. Neuer Eintrag zu Ertrunkenen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Überall sind die Kapellen des ewigen Feuers. Stehe ich gar nicht. In Vizima habe ich die Rinnsteine gereinigt. Das waren noch Steine. Halt die Fresse. Juppa. Gönn. Noch mehr? Ah, noch eine? Ich hoffe, wir sehen. Halt die Fresse. Du bist aber noch nicht weit gekommen mit deiner Hacke. Eine Salbe für Pusteln. Ja, aber nicht gegen die Pest. Es heißt, die leerstehenden Häuser bei... Ach. Verpiss dich. Die alte Schlampe kriegt übrigens keinen Cent von mir. Schaut mich nicht so an. Ich bin nicht so... Sagte sie und ist so eine.
Die Hexenhure hat ein Auge auf mich gemacht. Ich denke nicht, dass sie das hat. Abigail verkauft eine Salbe für Pustel. Ich dachte, ihr wärt ein Mann. Geld, nice. Noch eine Tür. Ist hier irgendwas Neues drin? Schrank. Truhe. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder einlagern gehen. Ja, das kann man auch so sehen, wenn ich eure Häuser leer räume, nicht wahr? Aber ich töte euch immerhin nicht. Bin ein netter Bandit. Hier auch, Mann? Abgeschlossen, okay. An den anderen steht extra verschlossen dran. Ich bin hundemüde. Mein Nachbar hat wieder seine Frau geschlagen. Das raubt mir den Schlaf. Abigail verkauft eine Salbe. Gut, mach bloß nichts dagegen. Ich meine, gut, ist nicht die Zeit, was gegen Männer die zu machen. Hat ein Auge auf mich, die ihre Frauen schlagen. Hallo. Ich dachte, ihr wärt ein Bandit. Die sagen alle das Gleiche. Es gefällt mir nicht so. Das war's. Das war aber nicht so viel. Mädchen, nächstes Mal siehst du aber zu, dass du mehr hast. Verstanden? Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns. Das kann ich alles nicht so gut lesen. Aber das hier sieht schon richtig nach einer Kirche aus. Ich erinnere mich auch nicht daran, dass es alles so groß war. Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Möchtest du mein Schwert spüren? Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus, aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Schwöre dir, wir sind die ich hack dir den Kopf ab. Hexer. Hoffentlich kommen keine grässlichen Bestien. Sagt die Bürgerwehr. Die Männer beim Tempel sprachen von euch. Wir waren Ruhe und Ordnung. Ja, ich glaube, ihr raubt eher Leute aus. Habt ihr euch bei mir noch nicht getraut, Schlampe? Wo ist die Hilfe, die der Orden versprach? Der Großmeister zog mit seinem Gefolge vorüber. Das war ein wunderschöner Anblick. Ja gut, wenn du das schön findest. Bist selber schuld. Gönn. Abgeschlossen, okay. Hallo Großmutter. Angst um meine Enkelin. Ist das die, die gestorben ist vielleicht? Oh, kleine Axt, 6 bis 12. Diese Waffe kann nicht in Kombination mit Kampfstilen des Hexers verwendet werden. Schild brechen. Gut, Ding ins Feld runter, okay. Und wieder zurück. Hochinteressant, hallo. Wo ist die Hilfe, die der Orden versprach? Nicht hier. Gestern holten die ertrunkenen Toten wieder ein Kind. Ich lebte einst in Vizima, doch die Armut vertrieb mich in die Außenbezirke. In schlimmen Zeiten, wenn Bruder gegen Bruder tolle kämpft, Idee. Wird eine schreckliche Dunkelheit die Welt einhüllen. Junge. Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Unterwegs sah ich sehr viele Blumen. Oh, ihr habt mir einen kleinen Strauß Wildblumen gebracht. Dafür gebe ich euch nur zu gern Tulpen. Ich sehe mich ein bisschen hab um. Ich? Das scheint zufriedenstellend zu sein. Okay, ich kann ihr wahrscheinlich wo Dinge ist die bringen. Hilfe, die der Orden versprach? Wenn ich erwachsen bin, werde ich Barfrau. Ja, bestimmt wirst du das. Oh, alle Kinder, die weiblich sind, rote Haare. Danke, dass ich groß und hässlich bin, das macht nichts. Ihr seid dran. Glaube nicht. Ich fand einen verstümmelten Leichnam an der Kreuzung. Ja, habe ich schon gesehen, Bruder. Ein Hexer. Noch ein böses Omen. Halt dein Maul. Moin, Bruder. Hinfort, Teufelsbruder. Ich schlag dir gleich die Birne ab. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Ich schwöre, schlag dir den Kopf ab. Das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte.
Ich bin nicht der Den Namen kennen wir irgendwoher. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Schwöre, Bruder. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Ich suche nach Männern, die Salamanderabzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Na, das will ich sehen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Nikui und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Ich habe bereits einen, aber danke, dass du mir noch einen gibst. Gut. Wo ist die Hilfe, die der Orden versprach? Bin noch da, du Junge. Kapellentür. Wer schließt eine fucking Kapelle ab? Ich arbeite hart, aber Frau und Kinder nörgeln dauernd. Rettet uns vor der Bestie. Die Männer beim Tempel. Ich lebte einst in Lysima, doch die Armut vertrieb mich nicht aus. Gott. Die Besitzerin ihr Fleisch findet. Die Tür da ist bestimmt auch abgeschlossen, oder? Nein! Endlich wieder Häuser lauern. Ich habe jetzt auch nicht mal ganz so lange Zeit zum Aufnehmen. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Okay. Kann dir eine Hähnchenkeule geben, wenn du magst. Brot? Ich kenne nur alte Fabeln. Ich will nichts hören. Die würde ich gerne hören. Meine Enkel lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Etwa die der verschmähten Müllers Tochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Wenn jemand blind vor Leidenschaft ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. Hört sich realistisch an. So auch die Müllers Tochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Seine Ritter beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen. Gönn. Eine Fackel. Will ich haben. Scheiß auf die Axt. Lars. Danke. Gönn. Da war ein Buch bei. Sehr, sehr schön. Kiste. Gönn. Sind schon ja voll hier gleich. Das heißt, ich hoffe, es kommt bald mal wieder eine Taverne oder sowas. Hallo, alter Stadtbewohner. Ich habe selbst gesehen, wie das Gespenst einer Stadtfrau den Kopf abbiss. Ah, ich glaube dir irgendwie nicht so ganz. Schau, Schreibtisch. Apfelsaft. Nice. Können wir wieder gehen.
Abfahrt. Gut, wir sind noch keinen Schritt weiter. Sehe ich das richtig? Ich sehe das, glaube ich, richtig. Der Mangel an Patrouillen wird von Banditen ausgenutzt. Der Großmeister zog mit seinem Gefolge vorüber. Ihr seid groß. Das war ein wunderschöner. Hat man euch zu Odo geschickt? Warum glotzt ihr so? Wer so reich ist, muss ein böses Ende nehmen. Okay, scheinbar ist Odo gar nicht mehr so beliebt hier. Schränkchen. Gönn. Kommode. Schwarzpulver, hä? Kleiderschrank. Bernstein, nice. Scheint was wert zu sein. Hier scheint aber nicht derjenige zu wohnen, den ich suche. Eine Prophezeiung und ein Feuerstein. Gut. Fassregal. Fass. Okay. Ich hasse solche Spiele übrigens, wenn man ein begrenztes Inventar hat. Ich nehme nämlich am liebsten alles mit. Und ein bisschen mehr. Stadtbewohner, da gibt es keine Türen? Nein. Okay, wir schnacken mal mit ihmchen hier. Wie konnte sie mich nur so behandeln? Ich habe selbst gesehen, wie das Gespenst einer Stadt... Gut, du hältst auch die Schnauze. Beschützt uns vor der Bestie. Ja, ja. Weil eben wir nicht mal anständig bezahlen wollt dafür. Gestern holt ihr die ertrunkenen Toten. Ja, ja, halt die Fresse. Die reden mit zu viel Bullshit. Ich habe selbst gesehen, wie das Gespenst ist okay. Einer Stadtfrau. Oh! Früher schätzte man Blut. Anscheinend. Okay. Plötzlich ist die Alte hier. Lass mich schön alles klauen hier, ich mag das. Hallo, Oma. Viele. Ja, verpiss dich mal. Ich brauche nicht noch eine Geschichte. Treppe nach oben nochmal angucken. Schon wieder 22 Minuten. Was bist du denn? Oh, eine Silberkette, eine Wertsache. Ich muss die ganzen Kapellen anzünden, okay. Ja, ne? Was lasse ich denn mal hier? Im Prinzip sind die ganzen Bücher, glaube ich, komplett wertlos. Ich möchte es wegwerfen, bitte, danke. Wie darf ich denn Sachen wegwerfen? Ja, ich möchte das gerne ablegen. Ich darf das nicht ablegen. Kann ich irgendwas Einfaches essen? Schinkenbrot. Gönn. Was ist das? Kann ich gerade nicht sehen. Moment. Schinkenbrot, Vitalitätsregeneration. Okay, dauert aber nicht lange. Kommode. Ja, ich kann jetzt nur Sachen mitnehmen, die ich bereits habe. Eine Fackel. Brauche ich eh nicht. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwo eine Schenke finde. Missgeburt oder nicht, ihr könntet nützlich sein. Mädchen, ich will aufpassen. So alt wie du bist, schlage ich dir leicht den Kopf ab. Ja, wir schauen uns noch zu Ende in der Stadt hier um. Dann mache ich eine kurze Aufnahmepause und laufe hoffentlich zurück. Einmal kurz zur Schmiede. Zur Schenke. Alles transferieren. Okay, ist übel beschissen. Aber ist ja nicht mein Problem. Lasst euch nicht töten. Der Geistliche ordnete. Oh, Mädchen. Die Männer beim Tempel sprachen von euch. Das ist aber schön für die Männer vom Tempel. Abfahrt. Da war ich schon drin. Kinder und macht sie zu Hexern. Ihr solltet euch schämen. Das ist eine Lüge, Bruder. Bettler. Budenbesitzer. Seid ihr ein Hexer? Ja. Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht.
Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Hm? Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier? Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Okay. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen nicht gerade Schlange. Hm? Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr weiß ich nicht. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Hm? Können wir handeln? Hähnchenkeule, Hammelbein, Nieren... Was? Nierenfett. Gänseschmalz, Schweinefleisch, Huhn, Bärenfett. Okay. Ja, mal sieht aus wie Fleisch, hätte ich gesagt. Mir spielst du nicht, das ist aber gemein. Jüngst sah ich einen ertrunkenen Toten am Flussufer. Okay. Einen Ertrunkenen? Nein, die sind kleiner. Das war ein ertrunkener Toter. Erzählt von den ertrunkenen Toten. Größer und stärker als Ertrunkene. Ertrinkt ein Verbrecher, wird er manchmal zum ertrunkenen Toten. In seiner blinden Wut will er alle Lebenden ins Wasser ziehen. Wo kann ich ihn finden? Manchmal nachts am Flussufer. Vernichtet ihn. Wir werden sehen. Du bist creepy. Ihr seid groß und hässlich. Danke. Die Bestie kommt uns holen. Habt ihr Schnaps übrig? Übrig nicht. Komm. Gönnen wir ihm ein Schnäpschen. Lagerbier, Lagerbier. Das ist kein besonders guter Scherz. Soll ich dir die Birne abschlagen, Junge? Möchtest du mein Bier nicht? Ich will gar nicht. Nutte. War ich hier schon drin? Offensichtlich nicht. Nein. Ich hab keinen Platz. Ich hasse Inventare! Alter, nervt mich. Die Männer beim Tempel sprachen von... Ich habe selbst gesehen, wie das Gespenst einer Stadtfrau den Kopf abriss. Ich hasse es, keinen Platz zu haben. Ich hab 40 Feuersteine. What the fuck, Alter. Gut, merke, in das Haus an der Brücke müssen wir nochmal rein. Gut, ich würde sagen, ich laufe mal kurz zurück. Ich glaube, Schnellreise gibt es nicht. Bin mir aber nicht sicher. Und wir sehen uns dann hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.